Ja, Freunde, willkommen bei Levis Card 12.10. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Ich bin der Levis und bin gerade im Urlaub in der Türkei. Ja, hier im Feriendomizil habe ich mal die Schränke durchsucht und eine mysteriöse gelbe Tüte gefunden mit sehr, sehr schönem Inhalt, die ich euch gleich mal präsentieren möchte. Ja, schauen wir doch mal, was da drin ist. Und zwar meine Gameboy Collection. Ja, ich hatte mal meinen Gameboy hier gehabt, der mittlerweile wieder zurück ist, aber die Spiele sind hier geblieben. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video meine Gameboy Spiele. Ja, als erstes haben wir hier Nigel Mansell's World Championship Formel 1 Rennspiel. So. Ein echt schönes Spiel. Und ihr seht, die Spiele sind noch im Top-Zustand, weil die auch sehr wenig gespielt wurden, denke ich mal. Also, die liegen jetzt hier mittlerweile sehr lange rum im Schrank und ja, Formel 1 Spiele kann man immer zocken. Weiter geht's. Ein Spiel mit Hülle und zwar Hugo, der alte Troll, der durch die Welten jumpt und Diamanten sammelt und gegen eine Hexe antreten muss zum Schluss. Hugo. Dann geht's weiter mit einem Spiel mit einem heißen gelben Flitzer vorne drauf. Lamborghini American Challenge. Ja, ich habe mittlerweile vergessen, wie die Spiele so alle sind, aber ich denke, die werden super viel Spaß machen, immer noch. Und ihr wisst, ich bin ein Retrohead und ich liebe klassische Konsolen und Handhelds. Und Lamborghini, wo es nur um Lamborghini geht, wird sicher auch richtig Fun machen. So, dann geht's weiter mit Roland Garros French Open 2000. Only on Game Boy Color steht hier. Also, das sind die Color-Spiele. Das hat auch eine sehr interessante Hülle, finde ich. So eine durchsichtige, sieht echt super aus. Man kann da reinschauen. Die Platinen. Es wurde 1998 von Nintendo veröffentlicht. Ja. Game Boy Color Spiel. Ein tolles Game. Und Tennisspiele mag ich auch sehr. So, weiter geht's mit einem Arcade. Ist das hier? Arcade Heart. Ah, da sind zwei Spiele drauf. Ich hab's echt vergessen. Also Spy Hunter ist da drauf und was ist das hier? Moon Patrol. Also zwei Spiele von Midway auf einer Karte. Spy Hunters und Moon Patrol. Also Spy Hunter kenne ich, Moon Patrol sagt mir jetzt nicht so viel, aber die Hülle ist auch interessant, so in Schwarz. Auch sehr interessant gehalten. Ja. Weiter geht's mit. Ja, also das ist so eine Special Edition, sag ich mal. Blau gehalten, wo sehr viele Spiele drauf sind. Ja, als Kind, meine hier, wurden die Dinger an jeder Ecke verkauft und da hat man sich das mal geholt, ja, nur mal testweise, um zu schauen. Ihr wisst, ich kaufe sowas normalerweise nicht, aber testweise, um zu schauen, was da drin ist und wie die Spiele so sind. Ja, das sind etliche Spiele in eins. Tetris DX ist da drauf. Ja. Und so weiter. Also sehr viele Spiele in eins. Game Boy Advance ist das. Advance steht hier, aber Advance, ja. So, weiter geht's mit Godzilla, dem grünen Riesen aus Japan, der uns finster durch diese Hülle anguckt. Godzilla. Ja. Mehr braucht man eigentlich gar nicht zu sagen dazu. So, dann haben wir hier ein Spiel, das mich sehr interessiert auch. Natürlich, weil ich ein Sportliebhaber bin. NBA Jam 99 in Schwarz, Game Boy.
Wer ist hier drauf? Von New Jersey Nets, ein Spieler. NBA Jam 99. Das arcadige Basketballspiel, sag ich mal. Dann haben wir hier WWF, hieß es ja damals, und wurde es ja auf E geändert, aber als das verkauft wurde, war es noch WWF. Gute alte WWF-Zeit. WWF Raw, Wrestling's Rudest and Roughest. So, da haben wir diverse Wrestler drauf, zum Beispiel Razor Ramon und so weiter. Ja. Dann geht's weiter mit F1 Race. Ja, und gut, dass ich das Spiel, ich hab's, zu Hause habe ich das immer wieder gesehen und wollte wirklich noch zugreifen. Ich hab's vergessen, dass ich das selber noch hatte, also F1 Race. Noch ein Formel 1 Spiel, was sehr berühmt ist für den Game Boy. Gut, dass ich mir das nicht geholt habe nochmal, dann hatte ich das jetzt doppelt. Aber ja, ein Klassiker, F1 Race. So, dann kommen wir, ja, glaube zum letzten Spiel. Noch ein Wrestling-Spiel. Also ihr seht, ich war ein riesen Wrestling-Fan. Bin ich eigentlich immer noch, aber ich mag dieses Oldschool-Wrestling lieber, als was heute so läuft. King of the Ring mit Bret Hart vorne drauf. Hulk Hogan ist da drauf. Ja, der gute Bret Hart. King of the Ring. Ein schönes Wrestling-Spiel. Ja, das waren sie, meine Gameboy-Spiele, die ich euch vorstellen wollte. Legt sie mal alle so schön mit der Reihe und zeige es nochmal von oben. Ja. Ich hoffe, das Urlaubs-Special Gameboy Collection Video hat euch gefallen. Und ich sag bye bye oder Ignash.